Für mich persönlich und für die Arbeiterkammer von Radlbeck war klar, Integra muss gerettet werden. Mit all unserer Kraft, mit all unserem Elan, das haben wir geschafft und darauf bin ich auch persönlich sehr stolz. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Integra können aufatmen. Die AK Vorarlberg kauft mit einem weiteren Gesellschafter die Anteile des Sozialunternehmens und wendet den drohenden Konkurs ab. Damit ist die Zukunft der derzeit 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesichert. Das Unternehmen Integra beschäftigt langzeitarbeitslose Menschen in 20 unterschiedlichen Arbeitsbereichen und fördert mit Ausbildungen verschiedener Art die Integration in den Arbeitsmarkt. Ich bin sehr erleichtert. Es ist super, dass es jetzt sich so entwickelt hat. Und ja, wir sind alle nur froh, weil wir so ein super Team sind, alle gemeinsam. Und deswegen sind wir jetzt einfach nur froh, dass es so klappt hat. Ja, ich glaube, man sieht es an meinem Lächeln, dass es mir mittlerweile wieder super gut geht oder ausgezeichnet geht momentan aufgrund der positiven Nachrichten, aufgrund der neuen Geschäftspartnerin bei den Gesellschaftern und eigentlich ein Riesenstein vom Herzen gefallen ist. Die letzten Tage waren sehr anstrengend, sehr schwierig, sehr viele Gespräche mit Mitarbeitern und immer Ungewissheit dabei, wo man nicht genau sagen kann, hin hat können, was passiert und wie es weitergeht. Und es ist echt ein tolles Ergebnis jetzt zustande gekommen. Und mich freut es riesig für die Mitarbeiter. Und wir werden nie vergessen, wenn wir das zu verdanken haben. Ja, ich bin total dankbar für die ganze Situation, oder sich die Arbeiterkammer für uns so eingesetzt hat mit dem Bernhard Heinze, mit dem Rainer Keckheis. Wir sind alle überglücklich. Man spürt es in der Menge, wie glücklich das alle sind. Damit das Unternehmen weitergeführt werden kann, wurde noch ein zweiter Gesellschafter gefunden. Dabei handelt es sich um das AKS, den Arbeitskreis für Vorsorge und Sozialmedizin. Die AKS Gesundheit hat sich entschlossen, in die Integra einzusteigen, weil wir der festen Überzeugung sind, dass die Integra ein sehr gut aufgestelltes Unternehmen ist, dass sie ein ganz wichtiger Bestandteil in der Soziallandschaft und auch in der Gesundheitslandschaft des Landes Vorarlbergs ist, weil wir unbedingt die 500 Arbeitsplätze retten wollen. Dann kam AKS, der Anruf von Georg Bosch, die gesagt haben, sie haben Interesse. Wir als Arbeiterkammer, also der Direktor hat gefragt, sollen wir mit denen reden? Die haben Interesse, ja selbstverständlich. Sag ihnen aber auch, sie müssen da Geld mitbringen, denn die Löhne sind ausständig. Wir benötigen das Geld bis Montagmorgen. Und ich garantiere, dass ihr die nächsten 2-3 Tage eure ausstehenden Löhne und Gehälter erhält. Ihr helft Menschen, denen es in unserer Gesellschaft nicht so gut geht, dass sie wieder einen Arbeitsplatz haben, dass sie ein geregeltes Leben haben. Ich schätze das sehr und es ist unsere Aufgabe, als Gesellschaft sich weiterzuentwickeln und auch auf die Kolleginnen und Kollegen zu schauen, denen es im Leben nicht so gut geht.